ein schönes, frisch gewaschenes, sauber gebügeltes Tischtuch. Wunderbare, lebendige, duftende Erde aus Tempelhof, aus einem der Gewächshäuser. Ein Bild für das, was Kultur meint. Der Begriff Kultur stammt aus dem Landbau und bedeutete dreierlei. Er bedeutet Kultur, Cholera bedeutet nutzen, pflegen und erstaunlicherweise auch ehren. Ehren. Wir alle wissen, dass in der Neuzeit dieses Miteinander immer mehr gekippt ist zugunsten des Nutzens. Mit dem Dualismus, der Spaltung der Welt in Subjekt hier, der Mensch, und Objekt, alles Nichtmenschliche dort, ist die Natur immer mehr zu einem Ding geworden, zu einem Rohstoff, zu einer Ware, zu einem Produkt. Mit der Industriemoderne hat diese Tendenz sich noch verstärkt, sodass wir heute in einer Welt leben, in der die gesamte lebendige Mitwelt verdinglicht wird, vernutzt, verbraucht, vermarktet, verzweckt. Und wir können mit bestimmten Philosophen, zum Beispiel Gernot Böhme, sagen, was wir heute haben, ist eine hochtechnisierte Zivilisation, aber keine Kultur. Weil wir nur nutzen und die beiden anderen Dimensionen verloren haben. Mit der Ökologiebewegung und der Nachhaltigkeit ist das Pflegen wieder auf dem Radar erschienen. Pflegen. Wir wissen, das Wort Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft, wo es heißt, man soll aus einem Wald nur so viel Bäume schlagen, wie in wirtschaftlich überschaubarem Zeitraum nachwachsen. Aha, das ist das Prinzip der Nachhaltigkeit. Ist ja schon mal gut. Ne? Wenn wir das tatsächlich täten in allen Lebensbereichen, dann wäre die Zukunft irgendwo etwas, würde sie anders aussehen als jetzt. Nur diese Betrachtung, das merken Sie, nimmt Natur immer noch als Ding wahr. Und als Ressource, ja. Während die Praktiken, die bei diesem Symposium miteinander hier betrachtet werden, für mein Empfinden noch einen Schritt weitergehen. Der Impuls, den ich mit Ihnen mitgeben möchte und euch in dieses Symposium, ist der, wir mögen uns bewusster als bisher vor Augen führen,
dass Praktiken wie aufbauende Landwirtschaft oder Permakultur oder Agroforstsysteme noch viel, viel mehr tun als einfach nur pflegen. Nämlich, diese Praktiken ermöglichen, neu in Beziehung zu treten mit einem lebendigen Gegenüber. Ich weiß noch, wie ich, ja, und das in einer Welt, die wirklich geprägt ist von einem krassen Beziehungsschwund in allen Lebensfeldern, in allen Arbeitsfeldern, in einer Welt, die immer mehr ökonomisiert wird, fragmentiert wird, schaffen Praktiken, um die es auf diesem Symposium geht, neue Beziehungen. Ich weiß noch, wie geflasht ich war, als ich zum ersten Mal einen Schlüsselsatz aus der Permakultur-Welt hörte, nämlich die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Garten permakulturell bearbeiten möchte, dann frage ich, Garten, wer bist du? Die Permakulturleute kennen diese Frage, ne? Oder mein Acker, ich frage Acker, wer bist du? Mit dieser Frage trete ich natürlich in Beziehung und ich lerne, etwas Lebendiges überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und von da aus mit diesem Lebendigen mitzugehen, anstatt es zu handhaben. Mit anderen Worten können wir sagen, wenn ich meinen Garten frage, Garten, wer bist du? Dann wechsle ich vom Modus des Verfügens in den Modus des Vernehmens. Dann ist mein Garten kein Ding mehr, sondern ein Du. Dann ist er kein Gegenstand mehr, sondern ein Gegenüber. Was komplett anderes, ja? Genauso spannend in der Landwirtschaft. In meiner Zeit als Dorfschreiberin durfte ich erleben, wie die Hiesigen, und ich habe euch getauft, ihr seid erzeugende Forscher und forschende ErzeugerInnen. Ja? Wie die hiesigen Landwirte und Gärtnerinnen mit der Natur oder mit Erde so in einen Austausch treten, dass die Bedürfnisse der Erde wahrgenommen werden. Landwirtschaft hier bedeutet, zu antworten auf die Bedürfnisse des Landes, der Erde, der Pflanzen, des Gegebenen. Und das ist Verantwortung einer neuen Art. Ja? In Verantwortung steckt ja das Wort Antwort. Ja? Wenn ich so Landwirtschaft mache, brauche ich mir Verantwortung nicht mehr durch Gesetze oder Regeln vorgeben zu lassen, sondern ich handle verantwortlich, indem ich antworte auf Gegebenheiten, auf Bedürfnisse, die ich wahrnehme. Sehr spannend, sehr kreativ. Und natürlich ein solches Interagieren mit Lebendigem, wo das Lebendige wieder zu einem Du werden darf, beinhaltet natürlich auch die Dimension des Ehrens. Ich ehre kein Auto. Na, manche Leute ehren auch ihr Auto. Ne? Ja. Und gleichwohl, ein Phänomen zu ehren, bedeutet, ein Gegenüber in diesem Phänomen zu sehen, auf Augenhöhe mindestens. Der Philosoph Martin Buber hat schon in den 20er Jahren erklärt in seinem wunderbaren Text Ich und Du, in der Moderne habe man die ganze Welt zu einem Es gemacht, zu einem Ding. Und worauf es jetzt ankäme, sei, der Welt zu erlauben, wieder neu ein Du zu werden. Wie erlauben wir der Welt ein Du zu werden? Indem wir in Beziehung treten. In Beziehung treten. Ute Scheub, die Mitautorin zusammen mit Stefan Schwarz des Buchs Humusrevolution, hat mal erklärt, dass
Rechtspopulisten, besonders in abgehängten ländlichen Regionen, wo akuter Beziehungsschwund herrscht, besonderen Zulauf haben. Ja? Wo Agroangestellte alles Lebendige wie tote Dinge behandeln und sich selbst als totes Ding behandelt fühlen, kann leicht eine Angst entstehen vor allem, was lebendig und vielfältig ist. Und diese Angst kann wiederum zu Hass führen gegen Fremde und Fremdes. Das heißt, Monokultur in den Landschaften erzeugt auch Monokultur in den Köpfen. Und eigentlich auch umgekehrt. Das heißt, die große Aufgabe besteht darin, der Welt wieder zu erlauben, lebendig zu werden. Bei dieser Aufgabe, und das ist eine Zivilisationsaufgabe für uns in diesem Jahrhundert, kann die neue Hinwendung zu lebendiger Erde eine Schlüsselstrategie sein. Ja. Warum? Weil lebendige Erde, wie wir sie hier haben, ein einziges Beziehungsgeschehen ist. Wir können fast sagen, lebendige Erde ist ein Wir-Wesen. Sie wissen alle, dass noch der kleinste Krümel, den ich hier hochnehme, ein Miteinander unterschiedlichster Akteure ist, die alle gemeinsam etwas hervorbringen. Lebendige Erde entsteht und sie besteht aus einem intensiven Miteinander unterschiedlichster Akteure. Kann man so sagen, oder? Und ihre Eigenschaften und Fähigkeiten gehen aus einem Miteinander hervor, das permanent verwandelt, das einschließlich sich selbst verwandelt, das Entwicklung veranlagt und selbst entwicklungsfähig ist. Und lebendige Erde ist dadurch ihrem Wesen nach generativ, also erzeugend, indem sie Abgelebtes in Entstehendes verwandelt, veranlagt sie Fruchtbarkeit und Gedeihen. Und wenn eine neue Hinwendung zu Boden eines lehren kann, dann ist es die verlebendigende Kraft eines wirklichen In-Beziehung-Tretens. Eines wirklichen In-Beziehung-Tretens mit sich selbst, mit dem ganzen Umfeld, auch und gerade bis in die entlegensten Ecken des Gesellschaftlichen hinein und bis in den Kosmos. So tief wie möglich in Beziehung treten. Der Ansatz, zukunftsstiftende Verhältnisse von lebendigem Boden aus zu veranlagen, kann sich auf die einstige Weltsprache Latein gründen. Im Lateinischen teilen nämlich Humus und Humanus dieselbe Wortfamilie. Wobei Humanus nicht nur menschlich, menschenwürdig, menschenfreundlich heißt, sondern interessanterweise auch fein gebildet. Fein gebildet meint ja nicht einen akademischen Abschluss, sondern fein gebildet meint genau das hier. Diese Lockerheit, diese Durchlässigkeit, dieses Durchgearbeitetsein, dieses Verbinden von innen und außen, dieses Generative, dieses Ermöglichende, fein gebildet. Der spezifisch menschliche Beitrag an dieser Stelle dürfte darin bestehen, dem Veranlagen von Fruchtbarkeit, was Erde aus sich heraus vollbringt, etwas hinzuzufügen, was wir wohl von keinem anderen Mensch, Lebewesen erwarten können, nur von uns Menschen, nämlich das Einzige, was wir dem hinzufügen können, ist der freie Entschluss. Es gibt ein ganz schönes Zeilen von Schiller. Schiller hat etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt zur Pflanze. Dasselbe kann man auch zur Erde sagen. Ich sage jetzt diesen Satz von Schiller zur Erde. Der lautet so: Suchst du
das Höchste, das Beste. Erde kann es dich lehren. Was sie willenlos ist, sei du es wollend. Das ist's. Suchst du das Beste, das Höchste, Erde kann es dich lehren. Was sie willenlos ist, sei du es wollend. Das ist's. Ja, wenn wir jetzt anfangen würden, ernsthaft mit Erde als Gleichwürdigen, schönes Wort, als Gleichwürdigen gegenüber in Beziehung zu treten, wäre das eine, so etwas wie eine kopernikanische Wende in der Beziehung von Mensch und Natur. Für die gesamte westliche Gesellschaft. Es wäre der Schritt weg vom Beherrschen anderer Lebewesen hin zu näheren wechselseitiger Beziehungen. Die Landwirtschaft, die daraus entsteht, wäre oder ist ein Resonanzgeschehen zwischen Erde, Pflanzen, Tieren, Menschen und der Logik dieses Geschehens folgend bräuchten wir eine Ökonomie, die natürlich die Landwirte und Landwirtinnen nicht mehr ausbeutet. Genauso wenig, wie sie die Lebensgrundlagen ausbeuten würde. Dieses Symposium heute ist ein Beitrag dazu. Das Symposium ist im Januar. Der Januar ist benannt nach dem römischen Gott Janus. Mit seinen beiden Gesichtern, Janus, der nach in die Vergangenheit blickende und nach vorne blickende, er weiß um Enden, er weiß um Anfangen. Janus ist auch der Gott der Landwirtschaft in römischer Zeit. Das Wort Symposium im Griechischen bedeutet eigentlich Trinkgelage. Wobei das Feiern ja auch Teil eines Verlebendigens ist und eines in Beziehung Tretens. Und auch hier am Tempelhof ist eine neue Kultur des Feierns der Erde mit begründet worden, das sogenannte Erdfest. Hier gibt es ein bisschen Hintergrund dazu. Die Idee ist, ein neues Fest im Jahreslauf zu verorten, an dem wir unsere Existenz auf und mit der lebendigen Erde vertieft wahrnehmen, uns freuen, sie zelebrieren, um daraus Inspiration zu beziehen für einen anderen Umgang mit der Natur. Die Premiere dieses Fests war letztes Jahr. Die Erdfestinitiative wird vom Bundesamt für Naturschutz gefördert. Auf der Webplattform steht als Leitspruch Erde sein. Und Maya hat die wunderschöne zweite Bedeutung des Wortes Erdfest geprägt, indem du die Frage beigesteuert hast, wie erdfest sind wir? Ja, wie erdfest ist unsere Landwirtschaft, wie erdfest ist unsere Zivilisation? Der Schluss, in Beziehung sein ist alles. Neu in Beziehung kommen, wirklich einander begegnen dürfen, wirklich in Beziehung zu sein, ist eine Feier. Da feiert sich das Lebendige mit uns. Und wir ehren es. Daraus entsteht Freude. Und auf diesem Weg kann dort, wo jetzt Erschöpfung herrscht, ein neues Aufblühen beginnen. Danke für eure Geduld. Danke euch.